Tenniskrimi in der zweiten Bundesliga Nord. Mit dem TEV Oldenburg war der bisher sieglose Tabellenletzte zu Gast im Grunewald. Und die Aufgabe für die Blau-Weißen war klar: gewinnen um jeden Preis, um den Gast aus Niedersachsen in der Tabelle weiterhin auf Abstand zu halten. Zunächst standen die Einzelbegegnungen an. Während Bastian Wagner und Friedrich Klaasen ihre Matches verloren, konnte Niklas Braun durch seinen Sieg ein erstes Statement setzen und auf 1:2 aus Sicht der Berliner verkürzen. Ja, im Kampf um den Abstieg, da zählt wirklich jeder Matchpunkt. Und gerade heute, da gehen wir nicht auf Matchpunkte, da gehen wir ganz klar auf Sieg natürlich. Und ja, ich hoffe, dass wir heute noch den ein oder anderen Einzelpunkt holen und dann eventuell mit einem 3-3 in die Doppel starten. Und so kam es auch für die Blau-Weißen. Jasper Freimuth und Laszlo Ruzia-Fuentes besorgten mit ihren Einzelsiegen den wichtigen 3:3 Gleichstand vor den entscheidenden Doppelpaarungen. Doch diese verliefen dann ernüchternd für die 1899er. Alle drei Doppelmatches gewannen die Gäste vom TEV Oldenburg, die mit vielen Unterstützern angereist waren und nun aus dem Feiern gar nicht mehr herauskamen. Wir haben immer auf jeden Fall daran geglaubt, das ist keine Floskel, sondern das war wirklich Tenor. Wir wussten, dass hier was geht. Wir finden es gut mit den Berlinern, dass sie halt auch nicht nur versuchen, über möglichst viele Ausländer versuchen, die Liga zu halten. Wir hätten auch die Möglichkeiten, mehr Ausländer einzusetzen, tun es eben aus der gleichen Überzeugung nicht, um die eigenen Kräfte einzusetzen. Und dass es die Berliner jetzt anscheinend zu treffen scheint, tut uns eigentlich auch ein bisschen leid. Lange Gesichter hingegen bei den Hausherren. Das ist natürlich schwer, wir hätten uns das anders erhofft, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt natürlich auch anders dastehen in der Tabelle. Und gut, wir müssen jetzt nochmal abwarten, wie die anderen Spiele ausgehen, da war es auch relativ eng, glaube ich. Gut, wir versuchen es natürlich drin zu bleiben, auch bei den letzten zwei Spieltagen jetzt noch, die noch ausstehen. Aber letztendlich muss man es dann akzeptieren, falls es nicht reichen sollte. Der Abstiegskampf wirft seine Schatten voraus. Die Blau-Weißen fliegen bereits am kommenden Freitag wieder Richtung Neuss aus. Dort erwartet sie eine weitere schwere Prüfung gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer.